Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space. Ich habe mir jetzt mal in dem Guide angeguckt, was wir hier machen müssen, und so ganz habe ich es immer noch nicht verstanden. Vor allem, weil sich die Rätsel anscheinend auf easy und auf hard tatsächlich voneinander unterscheiden, was ich schon wieder echt cool finde. Ich glaube, wir müssen mit der Stewardess nochmal reden. Ich dachte, da haben wir alle Dialoge aufgebraucht, aber gut, schauen wir mal. Entschuldigen Sie. Ah ja, wir haben tatsächlich neue Dialogoptionen. Das war also das Rätsels Lösung. Na gut. Ich würde gern schlafen, aber es ist zu hell hier. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmen Sie einfach eine von diesen Schlaftabletten. Ein besonderer Service für unsere nettesten Passagiere. Aha. Hier, bitte. Damit wird Ihnen der Flug wie im Flug vergehen. Bekomme ich wenigstens ein Glas Wasser oder besser noch eine Tasse Kaffee dazu? Sie können die Tablette einfach ohne Wasser schlucken. Und das am besten jetzt gleich. Sie sind so unglaublich nett zu mir. Sonst noch was? Ich hätte gern etwas aus dem Gepäckfach. Das ist schön für Sie. Warum nehmen Sie es sich denn nicht einfach? Nun, das letzte Mal, als ich etwas aus einem Gepäckfach nehmen wollte, kam ständig die Stewardess und machte mir das Fach vor der Nase zu. Wann sind Sie denn das letzte Mal geflogen? 1988? Bei uns ist das schon seit Jahren nicht mehr üblich. Sonst noch was? Schon gut, ich bin wunschlos glücklich. Na endlich. So, und jetzt kann ich nämlich eigentlich... Beeindruckende Aussicht. Genau, alle Fenster zumachen. Auch, und das ist wirklich blöd, aber wahrscheinlich ist das ein Bug, wenn mir das nicht angezeigt wird. Ich sehe ja hier alles, mit dem ich interagieren kann. Die Fenster werden mir nicht als interagierbar angezeigt, ne? Kann ich aber doch. Das ist höchstwahrscheinlich nicht beabsichtigt von dem Spiel. Lassen Sie bitte das Fenster auf. Ich genieße diese Aussicht. Wie Sie wünschen, meine Dame. Ah ja, ich verstehe. Interessant ist es auch, wird es auch außen dunkler, weil ich hier drin die Jalousien zumache, irgendwie schon, oder? Und deswegen, weil die jetzt sagt, sie will hier nicht das Fenster zumachen, gebe ich jetzt meine Erdnüsse, weil ich so nett bin. Das sollte ich besser lassen. Was? Das könnte gefährlich werden. Steht aber im Guide. Entschuldigen Sie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr müde aussehen. Ich habe hier etwas Schlafmittel. Danke, mein Junge, aber ich bin nicht müde. Diese herrliche Aussicht ist wie ein Jungbrunnen für mich. Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Ja, das ist komisch, weil im Guide stand, ich soll die Erdnüsse und die Schlaftablette kombinieren. Im Guide stand aber auch, dass das Spiel extrem verbuggt ist und man soll sehr vorsichtig sein mit allem, was man tut und ganz oft speichern. Wo ich mir schon mal gedacht habe, so, super. Das freut mich aber. Use Pill on Peanuts. Sehr seltsam. Das funktioniert nicht. Aber... Hä? Jetzt muss ich nochmal schauen. Ach nee, vielleicht nur auf hart wieder. Ein ausziehbarer Abfalleimer. Ja, angeblich, wenn man auf Hard öfter, und das ist natürlich dann schade, dass ich nicht auf Hard spiele, weil wenn man auf Hard öfter auf den Mülleimer kriegt man irgendwann den Pümpel. Und das wäre natürlich das beste Item im Spiel. Ich habe nichts, das ich wegwerfen sollte. Ja, jetzt hängen wir hier ein bisschen. Diese Idee sollte... Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihr Fenster zu verdunkeln? Nanu, wir hatten doch schon lange keine Verdunklung mehr. Ach, wissen Sie,
Ich fliege unglaublich gerne, denn ich liebe es einfach, von so hoch oben auf die Erde zu schauen. Also ich sehe hier weit und breit nur Wolken. Ach, Sie sehen auch so gerne aus dem Fenster. Wunderschön, nicht wahr? Wenn Sie nicht sofort Ihre Jalousie zuziehen, werden Sie die Erde bald nicht mehr aus dem Flugzeug sehen können. Sie werden nämlich unter ihr liegen. Entschuldigen Sie, was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, gibt es nicht irgendetwas, womit ich Ihnen eine Freude machen könnte? Ach, so ein netter junger Herr. Wissen Sie, ich liebe Knabberzeug über alles. Chips, Popcorn, Erdnüsse. Ach, dafür würde ich fast alles tun. Würden Sie dafür auch Ihr Fenster schließen? Ach, wissen Sie, ich liebe es, hier oben aus dem Fenster zu schauen. Das sagten Sie bereits. Warum fragen Sie dann, diese Jugend heutzutage? Abgesehen davon, dass ich mein jugendliches Aussehen tatsächlich noch nicht verloren habe, hat sie wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wenn das Fenster zu sein soll, muss ich sie entweder dazu bringen, das Fenster zu schließen, oder sie irgendwie ausschalten. Er ist so ein sympathischer Videospielprotagonist. Das ist hirnrissig. Was? Warum ist denn das hirnrissig? Jetzt haben wir doch alle Tipps, die wir brauchen. Spinnst du jetzt? Was habe ich davon, wenn sie meine Erdnüsse wegfuttert? Eben. Sie würde sowieso niemals ihr Fenster schließen. Soll ich die Pille erst mit dem Messer zerkleinern? Das ist definitiv nicht möglich. Lieber nicht. Tja, was soll man da... Das wäre nicht an... Das könnte gefährlich... Das werde ich schön... Schade, wenn das so... Da fehlt mir... Die Zeit... Ohne mich. Nein, dahin... Das wäre nicht... Das klappt... Das soll ein... Ah, ich mal die gelbe an. Die Zeit ist... Oh, hey, meine Lösungsansätze wären, finde ich, viel besser als das, was auch immer das Spiel von mir will. Ich hätte nämlich die Tablette jetzt gelb angemalt, damit sie wie eine Nuss aussieht. Geteilt und dann gelb angemalt. Das wäre super gewesen. Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur... Entschuldigen Sie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr müde aussehen. Ich habe hier etwas Schlafmittel. Danke, mein Junge, aber ich bin nicht müde. Diese herrliche Aussicht ist wie ein Jungbrunnen für mich. Ich verstehe das nicht. Jetzt guck mal. Airplane. Ich schließe jetzt mal den ganzen Guide hier vor. Look at bearded person. Click on beard. Ach so, warte mal. Auf dem Bart? Ein friedlich schlafender Fluggast. Allerdings wirkt er etwas verkrampft. Ob er etwas zu verbergen hat? Ah ja, genau. Hier unter seinem Bart ist nämlich der Code. Das dachte ich mir. Ein falscher Bart. Und da steht eine Nummer. Den wir allerdings auch auf unserem Kühlschrank stehen hatten. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Aber gut, okay. Das muss man aber nur... genau, keine Ahnung. Der Code ist anscheinend eh immer gleich. So. Take the glowing object. Hart ignoriere ich jetzt mal, was da steht. Use glowing object in microwave? Du beliebst zu scherzen. Aha. Was? Use glowing object in microwave. Close the news machine. Pick up. Ach so. Ich glaube, das muss man nur auf hart machen. Öffne alle Airplane Bins. Habe ich, glaube ich, auch gemacht. Pick up the sheet. Talk to the flight attendant. Ask about sleeping. Genau. Receive sleeping pill. Push sleeping pill. Push sleeping pill? Ich habe die Schlaftablette zerfetzt. Oder sagen wir lieber pulverisiert. Vielleicht kann ich damit jetzt ganz unauffällig jemanden in das Reich der Träume schicken. Ich finde meine Idee mit gelb anmalen wäre lustiger gewesen.
Man nehme ein starkes Schlafmittel und versetze es mit schmackhaften gerösteten Erdnüssen. Sehr schön. Das ist aber schön dargestellt, dass jetzt einfach der weiße Pulverhaufen auf die Nüsschen drauf ist. Meine liebe Dame, darf ich Ihnen ein paar Nüsschen anbieten? Mein lieber Junge, das ist aber lieb von Ihnen. Gerne, ich liebe Erdnüsse. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Dum di dum di dum. Etwas später. Wie kommt es, dass ich plötzlich so müde bin? Naja, ein kleines Nickerchen ist nie verkehrt. Na bitte, sie schläft wie ein Baby. So, und jetzt kann ich mich aus irgendeinem Grund als Geist verkleiden. Mal schauen, wohin das führt. Tja. Hä? Etwas später. Ich glaube, die Show kann beginnen. Hier hinter dem Vorhang sieht sie mich nicht. Fräulein, kommen Sie bitte mal her zu mir. Buh. Tja, das hat sie umgehauen. Ah, leckerer, heißer, schwarzer Kaffee. Das wurde aber auch Zeit. Okay. Wir brauchten also unbedingt Kaffee. Das war das Rätsels Lösung. Alles klar. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, warum wir das alles eigentlich machen. Nur wegen Kaffee. Haben wir jetzt wenigstens Kaffee im Inventar? Nee, oder? Das war wirklich nur, naja, von mir aus. Okay. Bildschirme mit Informationen zu aktuellen Flügen und Landungen. Entweder ist der Flugbetrieb eingestellt oder die Monitore sind kaputt. Ich habe weder Fernbedienung noch Leiter. Ich habe weder Fernbedienung noch Leiter. Ein großer Flughafen. Wirklich groß. Fast möchte man sagen, riesig. Je länger ich dorthin schaue, desto sicherer bin ich mir, dass das gar kein Fenster, sondern nur ein gemaltes Bild ist. Yep, es ist ein Bild. Stimmt. Ist es wirklich? Aber es ist auch, ich meine, okay. Toll, ich liebe Pflanzen. Habe ich vier Beine und Bälle? Nein, dann würden lauter Hydrokugeln durch meine Tasche kullern. Eine Sitzgelegenheit, um stundenlange Verspätungen auszusitzen. Flauschig weiche Sitzkissen. Ein Genuss für jedes angeschlagene Steißbein. Nichts zu sehen. Was? Unverschämtheit. Ein alter Aschenbecher. Es ist kein Casino-Aschenbecher mit lustigem Drehdeckel. Ich will keinen alten Aschenbecher. Oh, ein National Infiltrator. Er ist aber schon einige Tage alt. Nein, ich habe die Schlagzeilen eh in meiner Redaktion. Nein. Aber den nehmen wir scheinbar mit. Plastikblumen. Mit Blumen soll man reden. Gilt das auch für Plastikblumen? Ich hasse Plastik. Du hast Plastik. Ich glaube, ungefähr alles, überall, immer ist Plastik. Das ist echt problematisch, wenn man irgendwie eine Plastikallergie hat. Ich hoffe, sowas gibt es nicht wirklich, weil... Damn, so Kunststoff, alles ist Kunststoff. Das ist ein Ticketautomat. Ein komischer Name für eine Fluggesellschaft. Ein Erfrischungsgetränk. Die Hauptbestandteile sind Zucker, Glukosesirup, Süßstoff, Süßungsmittel, künstliche Aromen, Konservierungsstoffe und Zitronenersatz. Hört sich gesund an. Er nimmt abgezähltes Kleingeld und Cashcards. Allerdings habe ich momentan kein Interesse an Loka. Gibt es überhaupt noch Bargeld in der Welt? Ich habe das ehrlich gesagt im ersten Teil so verstanden, dass man alles nur noch mit seiner ominösen Cashcard bezahlt, die einfach jeder hat aus irgendeinem Grund. Das leider geht nicht.
Ein Erfrischungsgetränk. Die Hauptbestandteile sind Zucker, ja, ja. Du hast mir doch gerade gesagt, der nimmt Cashcard. Aber du willst jetzt keine, oder wie? Ich habe kein handwerkliches Geschick. Darum bin ich auch Reporter geworden. Na gut, wenn das so ist. Dann nix wie weg hier. Mit dem Taxi. Die ganzen Videosequenzen hier. Verrückt. In den Videosequenzen sieht er echt weird aus, oder? Welcome to Waikiki Beach. Willkommen am Strand von Waikiki. Das ist der Waikiki Club. Kein besonders kreativer Name. Das ist der Eingang für die hiesigen Angestellten. Das ist sicherlich der Ruheraum der Angestellten. Ich sollte aufhören, immer alles mitnehmen zu wollen. Anscheinend weißt du nicht, in welchem Genre du dich hier befindest. Alles mitzunehmen ist essentieller Bestandteil von allem. Keine Insel ohne Vulkan. Ohne würde auch irgendwas fehlen. Einen eigenen Vulkan brauche ich nun wirklich nicht. Aber cool wäre es, wenn es gehen würde. Da steht, Achtung, Einlass nur mit Clubkarte. Unbefugte werden gegessen. Und unten steht, ja wirklich. Da überlegt man sich seine Mitgliedschaft zweimal. Vor allem bei diesem Wächter. Ich habe keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten. Ein Cabana-Junge. Die freundlichen zuvorkommenden Hüter der Strände. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Halt, Zutritt nur für Clubmitglieder. Ich bin Clubmitglied. Oh, na dann treten Sie bitte. Nein, ich muss erst Ihre Karte sehen. Die habe ich leider verloren. Sie sehen nicht so aus wie unsere üblichen Gäste. Ohne Karte kein Zutritt. Und was an mir sieht nicht so aus, als sei ich ein Clubmitglied? Nun ja. Also wie Sie rumlaufen, wenn Sie wenigstens die traditionelle Kopfbedeckung dieses Clubs tragen würden. Und wie sehe diese besondere Kopfbedeckung aus? Wenn Sie selbst das nicht wissen, ist es klar, dass Sie nicht zu unseren Gästen gehören. Ansonsten wüssten Sie, dass es sich um einen waikikianischen Strohhut samt Clubfederschmuck handele. Wobei die Größe der Feder übrigens ausschlaggebend für den Rang ist, welchen der Gast hier im Hause genießt. Ich bin in wichtiger Mission unterwegs. Könnte ich nur kurz mit jemandem sprechen, die sich auf dieser Anlage aufhält? Haben Sie eigentlich verstanden, dass es mein Job ist, weltliche Sorgen armer Leute von unseren Gästen fernzuhalten? Ich möchte nur eben... Sie können der Person aber gerne eine Postkarte schreiben. Es geht um ein Leben. Es geht um mein Leben. Vielleicht verstehen Sie es so. Möchten Sie während eines sündhaft teuren Cluburlaubs von einem Pfadfinder Kekse angeboten bekommen? Sehe ich etwa aus wie ein Pfadfinder? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Möchten Sie gestört werden? Nein. Na eben. Wie werde ich Clubmitglied? Nun, dazu müssen Sie ein Bewerbungsformular ausfüllen. Direktor Gundlach entscheidet dann, ob Sie aufgenommen werden. Dann gib mir so ein Formular. Kein Problem, das macht 10.000 US-Dollar Bearbeitungsgebühr. Soll ich das jetzt wirklich zahlen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wäre ein Game-Over-Moment. Ich schaue ganz kurz in den Guide, ob das eine gute Idee ist. Moment mal, die sind hier nach Mexiko geflogen in dem Guide. Warum denn Mexiko? Da bin ich, warum sollte ich denn nach Mexiko? Welchen Hinweis hätte ich denn für Mexiko? Ah ja, stimmt, ich glaube im Infiltrator irgendwas, ne? Der Zeitungsbericht oder so. Naja, Waikiki Airport. Jetzt pass auf. Hä? Mist. Hä? Warte mal.
Ich glaube, ich muss erst nach Mexiko, damit wir hier weiterkommen, so wie das aussieht. Naja, dann führen wir mal den Dialog weiter. Aber dann zahle ich jetzt nicht mit meiner Cashcard, oder? Ich habe wahrscheinlich gar nicht. Habe ich 10.000 überhaupt? Ich zahle das jetzt lieber mal nicht. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Was ist das für ein Aufwand, dass du 10.000... Nun, ich muss mit meiner Hand unter den Tisch greifen und das richtige Formular wischen. Und dafür bekommst du 10.000 Dollar. Nein. In Hinsicht auf die Jahresgebühren wird bei Leuten wie Ihnen das meiste in zuverlässige Schuldeintreiber investiert. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Vielleicht hast du mich ja nicht gleich erkannt, aber ich bin der weltweit preisgekrönte Reporter und Bestsellerautor Zachary McCracken. Ich denke nicht, dass ich eine Clubkarte brauche, um mich auszuweisen. Etwa der McCracken, der vor 2 Jahren einen vernichtenden und erlogenen Artikel über die Machenschaften angeblich dubioser Südseeclubs geschrieben hat? Du musst mich falsch verstanden haben. Ich sagte, dass ich Gisbert Gundlach bin, der verschollene Halbbruder des Direktors. Er gab mir die Erlaubnis, mir sein Reich anzuschauen. Ach so, einer von der Sorte. Direktor Gundlach sagte neulich zu mir, wenn wieder einer dieser Typen auftaucht, die versuchen, mit Lügen Zutritt zu erlangen, soll ich sie unserem Kannibalen vorführen. Kannibalen? Ja, vielleicht haben Sie das Schild gelesen. Sie sind doch einer dieser Lügner, oder? Entschuldige, manchmal zwingt mich irgendwas zu krampfhaften Lügen. So, so. Okay, ich gehe meinen Ausweis holen. Gut, bitte bleiben Sie hinter der Sicherheitsgrenze. Wie blöd ist das denn? Wenn mich der Cabana-Junge nicht auf den Strand lässt, kann ich nicht mit Annie sprechen. Ich muss mir was einfallen lassen. Ein neuer Eintrag ins Tagebuch. Lesen wir den mal, vielleicht hilft uns das irgendwie. Der Cabana-Junge am Strand von Honolulu will mich nicht reinlassen. Ist ja auch klar, ich habe weder eine Clubkarte noch die traditionelle Clubkopfbedeckung. Aber ich wäre nicht Zach McCracken, wenn ich keinen Ausweg finden würde. Es kann doch nicht so schwer sein, sich so ein Hütchen aufzutreiben. Dafür brauche ich einen Strohhut und eine Feder. So viel steht fest. Na gut, Leute, und wir machen jetzt für heute Schluss. So viel steht nämlich auch fest. Und dann kommen wir wieder. Oder dann fliegen wir nach Mexiko, besser gesagt, wahrscheinlich. Naja, macht's gut. Bis dann. Ciao.